Hier ist Ronja und wir machen eine neue Folge Alltag. Ich bin nicht so zufrieden mit meinem Job bei McDonald's, deswegen habe ich mir gedacht, hey, weißt du was, ich gehe einfach mal und guck, ob ich hier was Besseres finde. Ich habe gehört, hier ist dieser praktische Jobvermittler. Hallo! Ja, oh, hallo, guten Tag, wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen. Ja, folgende Situation. Ich bin nicht so zufrieden bei McDonald's im Moment und ich habe mir gedacht... Hat dich jemand beleidigt? Soll ich da hingehen und soll ich das klären? Nein, bloß nicht. Es ist nur, mein Mitarbeiter, also... Ich weiß nicht, wie ich es richtig sagen soll. Er kommt nicht. Er war eine Nachtschicht da, diese ja. Diese komische Melone? Wie bitte? Diese komische Melone? Ja, genau, ja, der Typ. Ja, ich hatte schon gemerkt, das ist eine unzuverlässigste Arbeitskraft der Welt, die ich je gesehen habe. Der ist nie gekommen und ich... Er war nicht in der Lage, Turnschuhe aufzutreiben. Turnschuhe. Ja, ich erinnere mich noch an unser Gespräch. Hey! Ja, ist, oh. Steuerprüfung! Hallo, Herr Polizistenmeer, Jungfrau. Hey, mein Enkel hat mir so ein Apple-Schild, Snapchat, ich weiß nicht, wie die weggeht. Hundenase, ich und Hasenohren. Was wollen Sie genau für Steuern prüfen? Hey, ich muss heute um 7 bei der Kostümparty sein, Halloween. Ach. Ja, aber wir machen eine Steuerprüfung. Ja. Alle Dokumente bitte, sofort. Schwarz und in weiß. Ah ja, okay, hier. Und in grün. Ja, hier, da. Das ist ein Holzblock. Ja, ich sag das. Heißen Sie mich für dumm? Hören Sie bitte auf Mr. Season, ich bin, sensibel. Könnten Sie mir, Steuerdokumente, bitte! Doppelseitig bedruckt! Ja, so... Einen Moment, ich muss mal gucken. Ich hab keinen Moment! Ja, einen Moment... Ach, oh Gott, hier. Da, übrigens, guten Tag, wie geht's dir denn, Dame? Hi, ja. Sie bitte die junge Frau. Interessantes Kostüm, was Sie da gewählt haben, sehr schön. Auch, ja, eine Box Donuts. Die gab's gratis heute. Ja, wir haben die ganzen Dokumente... Aha, das ist nämlich durchlesen? Okay. Da sind sie davon gekommen, okay? Okay, gut, das, ja, wo waren wir? Genau, McDonald's. Es läuft nicht gut, richtig? Läuft nicht gut, okay. Nee. Ich werde diese Melone definitiv verhaften lassen. Ja, es geht nicht darum, dass die Melone verhaftet wird. Das doch, ist wirklich... Das geht nicht, nee. Na, ich jetzt, die Polizei also, na, jetzt wirklich... Nein, stopp. Nee? Stopp. Bevor Sie die Polizei jetzt rufen. Ja, Tata. Ja. Ja, Tata. Einen Moment. Komm mal mit, Tata. Hi. Ja. Tata. Genau. Tata, komm mal mit. Komm. Hier. Tata. Baut er hier Wände ab? Das ist... Ja, das macht er gerne. Oh, aber guck mal, er scheint ein großzügiger Kamerad zu sein. Sie wollen nicht wissen, wo die Kartoffeln vorher waren. Okay. Nein, Sie sollen dem Flo wirklich jetzt hier nichts Schlechtes anhängen. Es geht Flo mir nur... Ja, gut, ja damit, genau, Flo heißt... gesuchter ups, Mann. Das wollte ich nicht. Florian, ja? Nein. Er heißt, Wie wird denn? Bitte. Danke. Ich brauche den Namen nämlich. Nee, den weiß ich ja selber nicht. Ja, Flo wird ein Deckname sein. Ah, Flo ist ein Deckname. Okay, ich werde trotzdem erstmal Flo als Geh Information ich jetzt eingeben. Aus. Mhm. So, sonst noch irgendwelche Informationen von ihm? Nein, was ich eigentlich nur sagen wollte ist, ich will nicht alleine arbeiten. Du hast dein Zimmer nicht geputzt! Tobias! In deinem Zimmer ist noch Unterhosen auf dem Boden, die nicht gewaschen sind! Eieiei. Räum jetzt dein Zimmer auf, komm! Ich warte dich hier! Reden Sie mit mir? Ich bin Tobias. Sind Sie Tobias? Nein, ich bin Thorsten. Tobias? Mama, änderst du schon deinen Namen, damit du eine Freundin kriegst? Nein, räum jetzt dein Zimmer auf, sofort! Moment, stopp, ich hab hier eigentlich gerade ein Gespräch geführt. Kommen Sie zurück? Nein? Ja? Gemischt? Okay. ich meine, sei mal ehrlich, der McDonald's, es ist eigentlich nicht unbedingt schlecht, ja, der ist auch direkt nebenan. Oh, ich glaube, er ist wieder da. Aber es ist einfach nicht... Okay, ich darf nichts sagen, ich habe meine Mutter einfach in ihr Zimmer eingesperrt. Okay. Ja. Okay, gut, dann lassen Sie uns kurz drüber reden. Was gibt es denn sonst noch an offenen Arbeitsplätzen? Ich bin da ehrlich... Nicht wählerisch. Es geht mir einfach nur darum, dass ich vielleicht was habe, wo ich nicht allzu viel ganz alleine Arbeit habe, ja? Und die ganze Last auf mir auch ist. Hinter sich? Arbeit. Arbeit.
Ja, ich hab was für Sie. Kommen Sie mit. Ich bin hier seit einer Viertelstunde. Vertrauen Sie mir. Arbeit? Der Herr, kommen Sie bitte mal mit. Ich habe eine. Arbeit? Ich habe Arbeit für Sie. Kommen Sie her. Arbeit. Ja, komm, ich suche auch Arbeit. Kommen Sie jetzt mit. Ich kann Sie da gut verstehen. Arbeit. Ja, der Herr, ich hab hier Arbeit. Kommen Sie her. Familie, Arbeit. Können Sie jetzt bitte mal mitkommen? Ich hab hier. Arbeit? Ja, Arbeit. Kommt da. Arbeit. Hier, kommt Arbeit. Her. Kommt her. Ich glaub. Oh mein Gott, ich glaube, er schießt auf ihn. Okay, haben Sie den guten Mann jetzt umgebracht? Nein. Er wollte Arbeit und meine Kugeln, die heißen Arbeit. Und die Kugeln haben ihn halt... Ich drehe mich hier gleich um. Ich frage mich, wie ich es überhaupt lebendig geschafft habe hier. Alles, was ich möchte, ist ein anderer Job. Sie sind hier eine Arbeitsagentur, oder nicht? Irre ich mich da? Ja, eigentlich sind wir hier eine Bäckerei, aber ich helfe Ihnen trotzdem gerne. Okay. Dann, okay. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht angehen. Bitte helfen Sie mir einfach. Ja, ich helfe Ihnen gerne. Was haben Sie denn an alternativen Jobs zur Verfügung? Hallo, ich habe Kopfweh. Ja, einen Moment, bitte ziehen Sie, haben Sie Ihre... Okay, ich stelle mich hinten an. Ja, okay, gut. Oh, danke schön. Wir können es auch schnell machen, dann hat der Herr hinter mir... Haben Sie Pillen für mich? Ich brauche... mein Kopf tut ein bisschen weh. Der sieht echt fies aus. Vielleicht sollten Sie mal ins Krankenhaus gehen mit der Verletzung. Ich habe den Kopf an der Waschmaschine gestoßen. Ja. Kommen Sie einfach mit her. Ah, und ich sehe auch gar nichts. Ja, kommen Sie her. Ja, aber es kann sein, nur auf dem linken Auge für Sie. Kommen Sie mit. Ah, gerade was ich brauche. Ja. Der Arbeitsvermittler/Bäckerei-Fachverkäufer wirkt mir sehr aggressiv grundgeladen. Hallo. Ja. Ich habe da wieder Schüsse gehört. Nein, das war eine Spritze. Ich habe Ihnen eine Spritze gegeben. Okay. Ja, ich glaube Ihnen. Okay, super. Wie kann ich Ihnen sonst weiterhelfen? Also Jobs! Ich suche einen Job! Okay. Sie suchen einen Job? Ja. Okay. Ich könnte Ihnen einen Job anbieten. Einen Moment. Wo ist es? Ich nehme alles. Sie sagen doch, Sie arbeiten in der Bäckerei. Ich könnte in der Bäckerei arbeiten. Ich habe hier ein sehr lukratives Angebot. Oh. Und zwar als Telefon Fachangestellte Witzreißerin. Das heißt, die Witzreißerin. Seien Sie ruhig da hinten. Ist es mehr so eine Art. Ja, der Herr. Entschuldigen was kann Sie. Ich tun? Was? Brauchen Sie einen Hustenbonbon? Hier haben Sie welche. Bitteschön, das ist zwar eine Kartoffel, aber da. Oh, guten Dank, das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Ich werde es Ihnen empfehlen. Ja. Sie scheinen ihren Job wirklich gut zu machen. Danke, das ist das Mindeste. Ich muss hier kurz arbeiten. Kurz mal, ja. Ich kann mir vorstellen, es ist viel Stress, was Sie hier tun. Ich bin alleinerziehender Vater von 4 Müttern und deswegen ist das halt ein bisschen schwierig für mich. Ja, ich verstehe schon. Das und die Sache mit dem Tintenfisch als Mutter, also. Ich sehe. Das vergessen Sie bitte, ja. Danke. Das Ding ist, ich habe jetzt hier noch einen weiteren Angebot. Oh, okay. Noch ein weiteres Angebot? Zum Beispiel könnten sich, jemand probiert, hier jemanden zu suchen für jemanden, der eine Weide sucht. Das ist so ein Grasland. Eine was? Eine Weide? Eine Weide, ja. So ein Grasland. Ja. Und sich eine Pferdemaske aufziehen und dann immer so tun, als ob es ein Pferd wären. Und das Gras. Moment. Nein, Detlef! Digimon! Das ist nicht mein Digimon, Digimon! Kommen Sie mal mit, der Herr? Vorsicht, der ist sehr gefährlich! Kommen Sie mit, der Herr. Sie brauchen Arbeit, oder? Flugzeug! Das ist kein Flugzeug, der Herr. Kommen Sie mit, der braucht ganz Hilfe. Andere Sachen. Flugzeug! Ich hab Hilfe für Sie, ja? Nein! Der Herr, das müssen Sie mir aber ersetzen. Ich hab Sie gewarnt. Augenbrauen! Danke, kennen Sie den Herrn? Einen Moment. Ja, ich kenne den Herrn, leider. Kommen Sie mal bitte her. Oh mein Gott, so viele. So viele Klugheit. Da kann ich Ihnen auch gerne bereitwillig den Namen sagen, damit Sie den hier in Ihr Suchprotokoll eingeben können. Der Herr heißt Detlef. Der wohnt bei mir im 6. Stock. Oh oh. Der Detlef? Der Detlef. Der Detlef, oh nein. Dann. Sie sehen nervös aus, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Sie kennen ihn, Sie kennen ihn. Ich kenne ihn persönlich. Er wohnt mit einem guten Freund von mir. Nicht Detlef. Er wohnte zusammen mit ihm, jetzt hier nicht mehr. Oh mein Gott, wir sind in Gefahr. Detlef ist gefährlich. Ja, das sage ich Ihnen doch schon die ganze Zeit. Das ist, was ich versuche, Ihnen mitzuteilen.
Ja, aber ich habe gesagt, sie wollten einen Job suchen und nicht mir erzählen, dass sie auf einmal diesen, diesen Herrn verärgert der haben. Der kam ja aus dem Nix. Ich habe den nicht verärgert. Keine Sorge, ich habe den Herrn nicht verärgert. Also glaube ich, denke ich. Was verärgert ihn denn? ich sag's dir nicht, dann sind sie wenigstens noch sicher. Was, jetzt sagen sie, raus mit der Sprache. Was verärgert den Herrn denn? Ich werde ihn jetzt weiter Job Nein, was verärgert Detlef? Hier ist ein Job. Aber ich bin fast darf ich Fortnite spielen? Nur eine Runde. Hier, Kleiner, ich hab hier was Schönes für dich. Hier. Komm mal mit, komm. Ah, nur komm her. Noobs! Jetzt muss ich mir wieder einen neuen Money. Komm mal mit, Kleiner, komm. Hast du eine Goldska? Ja, ich hab eine Goldska. Ja! Komm, zack. So ein süßer Kleiner, ha? Der war neulich auch bei uns zu Besuch. So ein lieber kleiner Junge. Haha. Hey, Kleiner, warte, Kleiner. Nee. Was? Ich werde dich umbringen! Was? Nein, es ist mein Lieblingsspiel. Ich hab noch nie so ein gutes Spiel gespielt. Junior, du kriegst gleich Hausarrest und du darfst 2 Wochen kein Fortnite spielen. Ah! Warum hat eigentlich jeder in dieser Stadt ein Aggressionsproblem? Wieso? Ja, wir müssen wissen, er ist halt der, also er mag Fortnite halt sehr gerne. Wie alt ist ihr Junge? Er ist 23. Ja, das ist ein schwieriges Alter. Ja. Ich kenne das. Er ist momentan in der Pubertät, das sehe ich. Ja, klar, ist mir direkt aufgefallen. Ja, dann wissen Sie, also, ich kann jetzt nochmal, also ich kann vielleicht nochmal ein, 2 Anrufe tätigen, damit ich vielleicht was für Sie finde. Das wäre absolut, also das wäre ein Träumchen. Haben Sie schon gekündigt? Gekündigt habe ich noch nicht, ich würde dann einfach gleich rübergehen, wenn ich hier was gefunden habe. Ja. Oh mein Gott, ich habe gerade, ich habe ein Problem. Was ist passiert? Nimm das und gib nicht den Code ein. Egal, was du machst, okay? Okay, ich weiß nicht mal, was der Code ist. Was ist der Code? Was ist passiert? Das war doch der Herr einmal mit. Nein. Ich glaube, da haben sie einen Irrtum. Der sieht nur ähnlich aus. Der hat einen Zwillingsbruder. Da gibt es mehrere von. Ich glaube, ich kann mich immer an den Gerüchen von den Leuten erinnern. An die Gerüche? Sie riechen nach Lavendel. Nach Lavendel? Lavendel. Okay, Lavendel. Ja. Der Herr eben, der roch nach? Das ist ein bisschen eklig. Der roch nach Birne. Nach Birne? Ja. Birne. Dem Obst, der Birne. Ja. Also. Nein, nicht der Glühbirne. Also jetzt, es gibt, also ich rieche zwar Glühbirne meinen Leid, aber nein, der hat einfach nach einer normalen Birne gerochen. Okay, also das ist jetzt ja nicht so eklig. Also, und auch untypisch, weil er ja auch eher, also. Ich weiß nicht, ich würde jetzt als Obst eher Melone nennen vielleicht. Nee, Birne, glauben Sie mir. Ich kenne mich mit Gerüchen aus. Sie kennen, okay, ich vertraue Ihnen da, Sie sind scheinbar der Fachmann. Absolut. Wenn Sie vielleicht einfach, weiß ich nicht, ich konnte Ihnen anbieten, dass Sie hier einfach sich vielleicht eine Glühbirne in der Hand halten und hier rumziehen als Lampe. Werde ich gut bezahlt? Kann Ihnen hier solche Plüschtiere geben? Davon habe ich jetzt schon 5. Ja, aber dann hätten sie noch ein, zwei mehr. Also bei McDonald's ist die Bezahlung ja wenigstens ganz gut. Ja, gut, ne? Aber sie sind ja nicht besonders glücklich in McDonald's, oder? Ja, aber also ich würde ja schon, wenn ich hier arbeiten gehe, dann will ich ja wenigstens eine Bezahlung. Oh nein, ist schon wieder! Geh raus! Was? Geh raus! Was? Ja, das ist meine Katze. Das ist Ihre Katze? Ja. Wissen Sie was? Nein, ich bin raus. Das wird mir hier zu verrückt. Wissen Sie was? Also, ich bleib bei McDonald's. Das muss hier doch einen anderen Weg geben. Sie schießen wie ein Wahnsinniger auf alles und hier kommen alle 5 Sekunden verrückte Menschen rein. Also verrückt würde ich jetzt nicht sagen. Also Amadeus kann echt süß sein. Ja, das glaube ich Ihnen, dass Amadeus recht süß sein kann. Das glaube ich Ihnen. Das Ding ist nämlich, der kommt sich immer nachts an mein Bett gekuschelt. Sie glauben nicht, wie kuschelig er das kann ich mir aber vorstellen, dass das ganz niedlich ist, wenn Amadeus sich nachts ins Bett reingekuschelt kommt. Ja, das ist aber. Das Lustige ist, er probiert immer meinen Arm abzureißen. Das ist ja niedlich. Ja, ich bin dann aber auch. Dankeschön für Ihre Hilfe, ne? Ich bin dann mal weg. Wollen Sie nicht wirklich? Also wirklich, wahnsinnig. Guten Tag, was sind Sie denn? Was machen Sie hier? Ich meine, was ist denn das?
Guten Tag, ich bin Jobvermittler. Wer war der Typ gerade eben hier? Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Job. Ich hab keine Ahnung. Sind Sie richtig hier? Was war das für eine Katze hier? Ich weiß es nicht. Mit dem habe ich letztes Mal auch schon geredet, als ich hier war. Ich dachte, das wäre eine ganz standardmäßige... Das ist Ihr Gebäude? Suche an. Ja. Oh. Mit wem haben Sie geredet? Mit dem Katzenmann habe ich geredet. Katzenmann? Mit dem von eben. Ich glaube, Sie bilden sich was ein. Ich glaube auch. Ich entschuldige mich. Ich bin dann mal weg. Ah, unser Stammkunde. Ha. Ich bin dann mal weg. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Und das war's auch wieder mit dieser Folge Alltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert den Kanal. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.